So, hallo und herzlich willkommen zur Woche 6 der Vorlesung Business Process Engineering im Wintersemester 21/22. Heute mit dem Thema Requirements Engineering. Und wir haben heute, ich will es nicht fragmentiert nennen, aber schon eine ganze Menge ja, kleinerer Themen sozusagen, die aber alle so auf dieses große Topic Requirements Engineering zählen. Und die wollen wir heute einfach mal durchgehen. Bevor wir das tun, hätte ich noch mal so ein ganz kleines bisschen Review zum Thema Gewerk versus T&M, also quasi die letzte Aufgabe, die ihr vorhin abgegeben habt oder bis vorhin abgegeben habt, wo ich einfach mal so ein paar Worte zu sagen wollte. Also generell das, was wir gesehen haben, das war inhaltlich war das soweit gut. Wo ihr zukünftig ein bisschen drauf achten solltet, da hatte ich euch letzte Woche ja so ein kleines bisschen versucht, den Tipp zu geben, dass dieses Budget von, ich glaube, es waren 15.000 Euro, die von der Firma quasi angesetzt wurden, vermutlich nicht ausreichen wird. Es gibt auch ein paar Leute bei euch, die tatsächlich deutlich darüber hinausgeschossen sind, was völlig okay ist. Das liegt schlichtweg einfach daran, dass gerade Firmen, die ja eigentlich nichts mit Softwareentwicklung zu tun haben, aber Software brauchen, keine Ahnung davon haben, was das kostet. Und deswegen haben die halt einfach so das Gefühl, naja, wie viel wird das wohl kosten? Naja, wir wollen da so eine App irgendwie fürs Handy haben, plus ein bisschen Einkaufswagensoftware. Das wird schon nicht so teuer sein, da kommen wir mit 15.000 Euro ja ziemlich sicher hin. Wenn man sich dann aber mal überlegt, ne, also der eine oder andere von euch hat schon mal mehr oder weniger viel Code geschrieben, dann kommt ziemlich schnell raus, okay, also mit 15.000 Euro kommt man da bei einem Stundensatz, wofür man auch gerne arbeiten möchte, kommt man da nicht sonderlich weit. So, was wir da jetzt gesehen haben, war sehr häufig relativ niedrige Werte, also sowohl für T&M als auch für das Gewerk. Inhaltlich war das im Grunde genommen okay, aber die Werte, die könnten tatsächlich höher sein. Warum ist das so? Wenn ihr ja, dann einfach mal quasi den Preis von dem Gewerk durch den Aufwand, den ihr potenziell geschätzt habt, teilt, dann kommt ihr entweder zu dem Schluss, dass ihr einen Stundenlohn habt, der gerade mal über dem Mindeststundenlohn liegt, was schon mal gut ist. Aber tatsächlich ist es so, dass man, ja, wenn ihr jetzt, nehmen wir mal an, ihr seid Freelancer, ja, dann verkauft ihr oder würdet ihr versuchen, euch natürlich nicht irgendwie unter 60 Euro die Stunde zu verkaufen oder unter 70 Euro die Stunde. Manchmal klappt das nicht. Häufig, gerade wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, ist das auch deutlich mehr. Das heißt, nehmt einfach mal 60, 70 Euro, dann schätzt ihr mal so den Aufwand und dann kommt ihr natürlich wahnsinnig schnell über diese 15.000 Euro. Ist klar. Oder wenn ihr zwar einen Stundenlohn, das war quasi Fall 1, oder wenn ihr Fall 2, einen Stundenlohn von tatsächlich 50 Euro habt oder angesetzt habt, dann habt ihr euch vermutlich ganz arg in der Dauer verschätzt, also in dem Aufwand. Ja? Könnt ihr einfach mal einen Blick in die Musterlösung werfen. Ich habe das auch mal so ganz, ganz grob über dem Daumen gepeilt. Ja, also ich habe da jetzt keine Tasks ausgearbeitet. Ich habe das einfach so gemacht, dass ich mir überlegt habe, okay, wie viele Leute, in welcher Rolle, über welchen Zeitraum werden da wohl gebraucht. Ne? Und dann habe ich das so hochgerechnet. Und dann kommt man relativ schnell auf so Beträge. Genau, ich kann ja einfach mal zwei Beträge nennen. Also wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, war irgendwie steht in der Musterlösung, der Betrag für den Fixed Price, also für das Gewerk, liegt irgendwie so bei 200.000 etwa. Und für Time and Material liegt da etwas drunter, ich glaube so bei 180.000 oder so ähnlich. Schaut einfach mal rein. Ich hoffe, man kann das da nachvollziehen. Wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann ist die Musterlösung schlecht. Ich bin aber der Meinung, das funktioniert, weil wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, kann es der potenzielle Kunde vermutlich auch nicht. Ja, also die Angebote sollten immer einigermaßen transparent sein oder sagen wir mal so transparent sein, dass ihr dem Kunden ein gutes Gefühl vermittelt. Also umgekehrt, ein schlechter Stil ist es, wenn ihr einfach ein Gewerk habt, ne? Bleiben wir mal bei dem Gewerk. Und ihr habt da einen Posten drin, der steht irgendwie drin, Aufwand, Entwicklung, ja, oder Aufwand, Erstellung digitaler Einkaufswagen und da steht eine Zahl drin, dann ja, ist das nicht besonders vertrauenserweckend, ne? Weil der Kunde sich dann fragt, ja, okay, aber wie genau teilt sich das denn auf? Ne? Also nicht, dass er daran vielleicht was ändern kann, aber er muss natürlich gerade, wenn der Betrag nicht dem entspricht,
was er sich so vorgestellt hat, muss er das in irgendeiner Weise nachvollziehen können. So, das war Punkt 1, also quasi so der Preis am Ende. Punkt 2 ist so der relative Preis von Gewerk zu T&M. Also ihr solltet ja einmal ein Gewerk machen und einmal ein T&M-Angebot machen. Typischerweise ist es so, dass das Gewerkangebot höher ist als ein T&M-Angebot. Normalerweise macht man für eine Firma, macht man selten beides. Manche Companies sagen, okay, oder manche Kunden sagen, okay, bieten Sie uns gerne beides an, dann können wir darüber sprechen, können wir mal schauen, wie wir das dann machen. Und wenn man das dann macht, dann ist in der Regel der Gewerkspreis mehr oder weniger deutlich höher. Ich glaube, in unserem Fall ist er, lass mich kurz überschlagen, 15 bis 20% höher. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum das so ist. Warum ist der Gewerkspreis höher als der T&M-Preis? Warum könnte das so sein? Ja, sprich mal, Fabian. Absolut korrekt. Genau. Das ist der Hauptgrund, ne? Total richtig. Und wenn man es andersrum formuliert, dann ist es vielleicht noch greifbarer, wenn das Gewerk jetzt günstiger ist oder vielleicht sogar deutlich günstiger als T&M. Welcher Kunde würde denn dann sagen, ja, dann nehme ich T&M? Ne? Weil der kriegt ja quasi ein vorher definiertes Set an Leistung für auch noch weniger Preis oder weniger Geld. Dann müsste der Kunde im Grunde genommen schön blöd sein, um zu sagen, ja, okay, dann nehme ich Time and Material, ich mag die Unsicherheit. Genau, also das ist der Hauptgrund, warum Fixed Price meistens höher ist. Ich sehe im Chat, genau, Puffer einplanen. Der Puffer steht tatsächlich in dem Angebot nicht explizit drin. Macht man in der Regel auch nicht, sondern typischerweise, also in dem Angebot, das man dem Kunden gibt, sondern man plant ihn natürlich ein, ja. Aber das ist nur intern. Ja, also diese Preise, die dort stehen, die haben schon einen Puffer von, ich hatte das letzte Mal gesagt, schön ist es, wenn man 20% unterkriegt. Bei 20% ist es eben so, dass die Preise dann meistens sehr, sehr hoch werden. Und wenn man das Gefühl bekommt, wenn man dann einen Endpreis sieht, man hat das Gefühl, wenn wir das Angebot dem Kunden schicken, der fällt völlig hinten über, ja, der spricht nicht mehr mit uns, dann geht man bei dem Puffer meistens ein bisschen runter. Ja, dann grenzt man den vielleicht so auf 10% ein, aber versucht erstmal mit 20% zu rechnen und dann schaut mal, was am Ende bei rumkommt. Okay. Habt ihr zu Gewerk versus Time and Material noch Fragen? Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt weiter. Wir wollten uns als allererstes mal die Rollen im Projekt angucken. Ich habe hier mal eine Übersicht von typischen Rollen, die man in so einem Projekt findet, auf die Slide gepackt. Diese Übersicht, die ist nicht vollständig. Ja, das heißt, wenn ihr irgendwann mal in einem Projekt arbeitet, mag es sein, dass ihr da manche von diesen Rollen gar nicht habt, andere Rollen aber dafür hinzukommen. Das sind so die typischen Rollen, die ich in meiner Laufbahn so erlebt habe. Fangen wir doch einfach mal links oben an. Wir besprechen jede von diesen Rollen jetzt gleich noch detailliert. Deswegen hier erstmal die High-Level-Übersicht. Wir haben erstmal quasi Berater und Entwickler. Die beiden, die fasse ich jetzt mal zusammen, weil ich sie zusammen gerne erklären möchte. Gerade in dem Geschäft, wo wir uns befinden, also wir als Octavia AG, wir sind ja ein SAP-Beratungs- und Entwicklungshaus und das steckt schon in dem Namen drin, Beratungs- und Entwicklungshaus. Da gibt es irgendwie Berater und Entwickler. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Firmen, die verdienen ihr Geld ausschließlich mit Beratung. Ja, typische Beratungsfirmen. Was machen Beratungsfirmen? Also für diejenigen, die sich vielleicht jetzt gerade nichts darunter vorstellen können, die haben eben Leute, die auf einem bestimmten Feld besonders viel Wissen haben. Und dieses Wissen dann eben an einen Kunden weitergeben, ihn beraten. Im Falle von der SAP-Beratung sind das halt Berater, die sich in der Regel in einem von diesen SAP-Modulen, die wir dann in den späteren Vorlesungen, kurz vor Weihnachten, dann noch kennenlernen werden, die eben in einem von diesen SAP-Modulen in der Regel sehr, sehr gut sind. Manchmal, wenn es ein richtig guter Berater ist, vielleicht auch in zwei Modulen,
Aber dadurch, dass die Module sehr, sehr groß sind, ist das schwer. Das heißt, ich habe zum einen so eine Beraterrolle. So, dann habe ich eine Entwicklerrolle. Klar, ist wirklich der Softwareentwickler mit gemeint. Testmanagement, das ist cool, wenn man sowas hat. Manchmal bleibt das Testen einzig und allein an den Entwicklern hängen, beziehungsweise, wenn es ganz schlecht läuft, an den Kunden. Wenn es ein Testmanagement gibt, super Sache. So, der Fachbereich ist meistens, sind meistens die, die am Ende das Produkt, also wenn es jetzt ein Produkt für ein Inhouse-Produkt ist, sind meistens die, die das Produkt auch verwenden sollen. Ne? Nicht immer gibt es einen Fachbereich, ich hatte ja gesagt, dass es diese Rollen nicht immer gibt, aber wenn es ein Produkt für die interne Verwendung ist, dann gibt es einen Fachbereich und dann sind das quasi die Leute, die das Produkt am Ende verwenden sollen. Projektleitung bzw. Teilprojektleitung, klar, es braucht auch irgendwie Leute, die das Ganze so ein bisschen im Blick haben, so ein bisschen steuern. Je nachdem, was man so macht, wir hatten ja auch schon von klassischen versus agilen Vorgehensweisen, hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen. Da gibt es gerade, wenn man jetzt in das agile Umfeld guckt, gar nicht mehr so die Standard-Projektleitung in dem Sinne, sondern dann gibt es eher sowas wie Product Owner und Scrum Master, die dann Teile von dieser ganz klassischen Projektleitung machen. Key User, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also quasi die Leute, beispielsweise auch aus dem Fachbereich, die wirklich das Produkt am Ende verwenden sollen. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Key User und Fachbereich? Key User sind im Prinzip die Leute, die auch unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Charaktere quasi während der Produktentwicklung spezifizieren. Das sehen wir dann gleich noch, wenn wir zu dem Punkt Personas kommen. PMO, Product Management Office, habe ich ganz persönlich tatsächlich noch nie erlebt. Das heißt, ich habe noch nie mit einem PMO zusammengearbeitet. Details folgen dann gleich. So, hier hatten wir ja schon mal so ein kleines bisschen über Berater und Entwickler gesprochen. So ein paar Eigenschaften von einem Berater. Also Berater, wenn ihr als Berater euch selbstständig machen wollt oder ihr zu uns in die Firma kommen wollt und strebt quasi den Berater-Karrierepfad an, dann solltet ihr ein Problemlöser sein. Das heißt nicht, dass der Entwickler kein Problemlöser sein muss, aber das ist eine Eigenschaft, die du als Berater eben mitbringen solltest. Typischerweise, und da rede ich jetzt vor allem von SAP-Beratung, trifft aber eigentlich auf jede Branche zu, sind Berater Prozessoptimierer. Das sind Leute, die eine sehr, sehr gute Auffassungsgabe haben. Ja, weil also wenn jetzt ein Berater neu in ein Unternehmen kommt und soll einen Prozess optimieren, da muss der ja erstmal verstehen, was ist denn der aktuelle Prozess? Ja? Und was will denn der Kunde erreichen? Eventuell gibt einem der Kunde auch schon den Sollprozess vor. Und da muss der Berater quasi so clever sein, so fix im Kopf sein, so viel Erfahrung haben, dass der eben ja quasi die Transition von dem aktuellen Ist-Zustand zu entweder dem Soll-Zustand, den der Kunde vorgibt, oder wenn er der Meinung ist, gar nicht so eine schlechte Idee, wie du dir das überlegt hast, lieber Kunde. Ich würde dir aber Folgendes empfehlen, einfach aus der Erfahrung raus. Das heißt, wir ändern quasi diesen Soll-Prozess nochmal zu diesem Soll-Prozess quasi, der aufstellt. Genau, das ist quasi auch so der letzte Punkt. Es geht vor allem darum, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. Ja? Nichts ist schlimmer, als wenn ich einen Berater in ein Projekt schicke, und der macht einfach ganz stumpf das, was der Kunde sagt. Das kann manchmal funktionieren, aber die Erfahrung hat irgendwie gezeigt, dass das am Ende eben nicht funktioniert, weil der Kunde eben gar nicht die notwendige Erfahrung, den notwendigen Weitblick hat, um dann eben ja seinen Prozess umzustellen. Und der Berater hat eben diese Key-Eigenschaft oder sollte diese Key-Eigenschaft haben, dass er das eben kann. So, der Entwickler ist jetzt im Vergleich zu dem Berater, ohne das abwertend zu meinen, tatsächlich nur noch die Exekutive, ja? Also der Entwickler, der implementiert oder setzt um das, was am Ende, was er reinbekommt. Natürlich hat das ganz unterschiedliche Ausprägungsstufen, je nachdem, in welcher Firma ich bin, bei welchem Kunde ich bin und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, wo ihr arbeitet, habt ihr als Entwickler eventuell sogar die Freiheit, die Programmiersprache zu wählen. Mal abgesehen davon, dass ihr vielleicht auch die Architektur selbst bestimmen dürft und so weiter und so fort. Manchmal geht es aber auch genau in die andere Richtung. Das habe ich persönlich auch schon gesehen und erlebt, wenn man so einen Berater in einem SAP-Projekt hat,
Der Berater spricht in der Regel mit irgendwem aus dem Fachbereich, ja? Und dann spricht der Berater mit dem Entwickler. Das heißt, in der Regel gibt es keine oder häufig gibt es keine direkte Verbindung von dem Entwickler zu dem Fachbereich. Kann problematisch sein, aber häufig ist das so. So. Und wenn der Berater jetzt ein ganz fixes Köpfchen ist und vielleicht sogar mal in der Entwicklung angefangen hat, das ist auch ein typischer Karrierepfad. Das heißt, man fängt irgendwie so als Entwickler an, stellt dann für sich fest, wenn man dann 10 Jahre gecodet hat, also ich würde gerne noch mal was anderes machen und ich möchte jetzt dann doch gerne in die Beratungsschiene gehen. Ich möchte mehr so mit Menschen auch zu tun haben, was Entwickler ja meistens nicht so stark haben im Vergleich zu Beratern. Möchte mehr in die Prozesse reingehen und dann werde ich vielleicht Berater. Das heißt, manche Berater haben halt einen starken Entwicklungshintergrund, was dann aber dazu führt, dass wenn sie mit dem Fachbereich gesprochen haben, dass sie dann dem Entwickler mehr oder weniger sehr kleinteilig vorkauen, was sie zu tun haben, was sie umzusetzen haben. Und das Härteste, was ich mal gesehen habe, war ein PDF, was von einem Berater, der bei dem Kunden sitzt, an den Entwickler, der dann beispielsweise bei uns sitzt, in der Octavia AG, einen PDF, was der Entwickler per E-Mail bekommen hat, was ich glaube 6 oder 7 Seiten hatte, mit Screenshots von der Entwicklungsumgebung, an welcher Zeile im Code was geändert werden muss. Und der Entwickler, der musste im Grunde genommen nur noch einmal kurz drüber nachdenken, okay, geht das, macht das Sinn, ja, weil der Berater hat ja im Prinzip nur trocken gecodet, wenn man so möchte, der hat das ja selber nicht reingeschrieben, aber der muss fast gar nicht mehr denken, deswegen habe ich das am Anfang so ein kleines bisschen despektierlich formuliert, nur noch umsetzen, ja. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, hey, warum macht denn der Berater das nicht so, nicht selbst? Im besonderen Fall von SAP ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Änderung an einem SAP-System machen will, sprich man möchte Code schreiben oder Customizing machen, dann braucht man einen sogenannten Entwicklerschlüssel. Ja, das ist dann mit Lizenzen verbunden und so weiter und so fort. Und das bekommt tatsächlich, das bekommt halt nicht jeder. Ja, das bekommt in der Regel halt nur der Entwickler. Also immer dann, wenn quasi Code geschrieben werden muss und der Berater oder der Entwicklungsschlüssel vom Berater, also entweder hat er keinen oder die Rechte sind nicht ausreichend, dann braucht er eben jemanden, der das für ihn umsetzt. Das ist der Grund, warum er es selbst nicht machen kann. So, und dann fragt man sich jetzt natürlich so als Entwickler, will man das? Zum Glück ist das nicht die Regel, aber das kommt schon mal vor, dass man tatsächlich so ein mehr oder weniger ausgearbeitetes Dokument bekommt. So, geht's weiter mit der Projektleitung. Klar, man braucht irgendwen, der das Ganze so ein Stück weit koordiniert. Auch jemanden, der ein Stück weit die Verantwortung für das Ganze trägt. Die Projektleiterin bzw. der Projektleiter ist eben dafür verantwortlich, die Arbeit und die Ressourcen zu planen. Ja, also der hat quasi den Überblick über alle Dinge, die getan werden müssen. Und auch bis wann sie getan werden müssen. Ja, also inklusive der finalen Deadline, eventuellen Zwischenmilestones und all diesen Dingen. In der Regel ist auch der erste Ansprechpartner für den Kunden. Wenn der Kunde irgendwelche Fragen hat, dann ruft er zunächst den Projektleiter an. Ihr erinnert euch vielleicht an die Veranstaltung von vor 2 Wochen, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, über die Dokumente, die man dem Kunden gegenüber abgibt. Lasten- und Pflichtenheft, teilweise auch schon in dem Angebot, was ihr geschrieben habt. Da habt ihr ja auch geschrieben, wer ist denn der Ansprechpartner? Wen muss ich jetzt also anrufen, wenn ich das jetzt einkaufen möchte? Die Projektleiterin bzw. der Projektleiter ist dann häufig der erste Ansprechpartner oder die erste Ansprechpartnerin, wenn es um Fragen für das Projekt geht. Und dann eben, wie gesagt, auch dafür verantwortlich, dass das Ergebnis stimmt. Je nachdem, wie groß das Projekt ist, gibt es dann auch noch Teilprojektleitungen. Das splittet sich dann quasi auf. Ja, also wenn ich jetzt wirklich ein sehr, sehr großes Projekt habe, dann macht das vielleicht Sinn, dass ich auch noch Teilprojektleitungen habe. Hier bei dem Beispiel, was wir haben mit dem Future Market oder dem digitalen Einkaufswagen, da könnte man sich zum Beispiel überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, quasi so eine Gesamtprojektleitung zu haben, ja, die über das gesamte Projekt wacht und dann Teilprojektleitungen für die Software von dem digitalen Einkaufswagen und die Handy-App beispielsweise. Ja, also diese beiden, das könnte man ja trennen. Ja, und dann könnte man sich überlegen, ob das vielleicht sinnvoll umsetzbar ist. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man irgendwann nicht mehr Häuptlinge als Indianer im Boot hat. Ja, also wenn man jetzt irgendwann nur noch Projektleiter im Boot hat, die quasi nur noch Projekte leiten, aber keinen mehr, der es irgendwie umsetzt, dann ist das Ganze natürlich zum Scheitern verurteilt. Das heißt, da muss man natürlich schon schauen,
wenn mein ganzes Team jetzt nur aus 5 Leuten besteht, sind vielleicht 2 Projektleiter ein bisschen viel. Liegt irgendwie ein Stück weit auf der Hand. Und umgekehrt natürlich auch. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Team mit 30 Leuten habe und ich habe dann nur einen Projektleiter und alle 30 Leute haben als ersten Ansprechpartner, also auf Dienstleisterseite eben auch diesen einen Projektleiter, dann kann das auch diesen einen sehr schnell überfordern. Mal abgesehen davon, dass der Projektleiter oder die Projektleiterin natürlich irgendwann auch mal Urlaub machen möchte. Okay, Testmanagement. Ich hatte es am Anfang schon so ein bisschen angeteasert. Das ist ziemlich cool, wenn man sowas hat. Häufig, wenn man Geld sparen möchte oder wenn die Kunden Geld sparen möchten, dann ist das Erste, woran gespart wird, sind immer die Tests. Also nachdem der Puffer aufgebraucht ist, spart man immer zuerst an den Tests. Warum? Weil Tests selbst keine Features bringen. Klar. Und für den Kunden ist das nicht so richtig fassbar, was das bringt, wenn ihr jetzt eine gute Test-Coverage habt, wenn ihr sagt, hey, aber unser Code, den wir haben, der hat eine Test-Coverage von über 80%. Das heißt, Regressionen sind wahnsinnig, wahnsinnig unwahrscheinlich. Wenn Sie jetzt neue Features hinzufügen wollen, dann können wir sicherstellen, dass Dinge, die schon mal funktioniert haben, nach wie vor funktionieren. Das ist für den Kunden in der Regel sehr, sehr schwer fassbar. Wenn man dann aber ein Testmanagement hat, dann ist es eben so, dass es typischerweise eine Person, 2 Personen, 10 Personen, das hängt halt eben auch wieder von der Projektgröße und von dem Unternehmen ab, gibt es eben so einen festgelegten Personenkreis, die sich eben darum kümmern, so Testkonzepte anzufertigen und Teststrategien auszuarbeiten. Manchmal können die Tests eben auch selbst durchführen und selbst schreiben. Also durchführen in der Regel, schreiben, kommt ein bisschen darauf an, was es für Tests sind. Wenn man jetzt so Entwicklertests hat, also irgendwie so JUnit-Tests oder so, wenn man jetzt mal ganz unten anfängt, oder dann eben auch Integration-Tests oder so, das sind in der Regel Sachen, die können Leute, die in so einem Testmanagement-Team arbeiten, nicht selbst schreiben, weil das in der Regel keine Softwareentwickler sind. Was die aber machen müssen oder machen können, ist vorgeben, wie die Code-Coverage sein soll, weil sie vielleicht auch vom Unternehmen selbst vorgegeben wird, was in welcher Art getestet werden soll, wobei das meistens sehr High-Level ist und eher so aus Kundenperspektive ist. Ne? Also die werden nicht sowas sagen wie, ja, ihr müsst aber die Methode, die irgendwas umsortiert, ne, die müsst ihr testen, sondern die formulieren dann vielleicht sowas wie, ihr müsst testen, dass bei dem digitalen Einkaufswagen die Artikel, die der Kunde in den Einkaufswagen gelegt hat, auch in der richtigen Reihenfolge auf dem Display stehen. Ja? Also nicht durcheinander oder so. Ne? Also sowas auf dieser Flughöhe befinden sich dann solche Tests. Genau. Wir haben im Verlauf der nächsten Vorlesung dann auch noch, werde ich mal so einen kleinen Ausflug machen und ein Test-Framework zeigen, was tatsächlich auch diese Leute verwenden können, um selbst Tests zu schreiben. Also quasi ein Test-Framework, wo man mehr oder weniger natürlich sprachlich Sätze schreiben kann, die unter der Haube dann eben Bibliotheksfunktionen nutzen, Codefunktionen nutzen und dann tatsächlich dann auch, ja, automatisiert Dinge im Code auszuführen. Das ist ziemlich cool, wenn man das gescheit umgesetzt hat. Und dann werde ich die nächsten Vorlesungen mal ein Beispiel zeigen. Ja, PMO, Project Management Office, habe ich gesagt, habe ich selber noch nie mit so einem Project Management Office zusammengearbeitet. Ich blende mich mal kurz aus oder ein, je nachdem. Dann, also was ist ein PMO? Worum geht es beim PMO? Beim PMO oder der Hauptzweck von dem PMO ist, Abläufe und Prozesse innerhalb des kompletten Unternehmens, das ja unter Umständen mehrere Projekte gleichzeitig durchführt, zu vereinheitlichen. Ja, also jedes Mal, wenn ein Unternehmen irgendein neues Projekt aufsetzt, um irgendeine neue Kundenanforderung umzusetzen, dann stellt man sich ja häufig immer wieder die gleichen Fragen. So, das fängt bei technischen Sachen an, wie, ja, was nehmen wir denn jetzt eigentlich für ein Versionskontrollsystem, was nehmen wir denn für ein Ticketsystem und so weiter und so fort, bis hin zu, ja, nehmen wir eigentlich Scrum oder machen wir V-Modell XT oder machen wir Wasserfall und all diese Fragen, die man sich quasi für das Projektmanagement stellt. Da gibt es eben manchmal ein Project Management Office, was dann eben sagt, hey, wir haben hier quasi die Vorlage, das sind die Tools, die wir bei uns im Unternehmen einsetzen, benutzt bitte die und keine anderen.
Das sind die Prozesse, die wir bei uns einsetzen. Bitte mach Kanban und mach kein Scrum oder mach kein V-Modell und so weiter und so fort. Und das hat einfach mehrere Vorteile. Ja? Zum einen, weil halt quasi in dem Unternehmen selbst dann ja, über alle Projekte hinweg das gleiche Vorgehen herrscht. Das heißt, es ist dann für Mitarbeiter total leicht, zwischen verschiedenen Projekten auch hin und her zu wechseln. Ja, man muss sich nicht immer wieder komplett neu eingewöhnen. Plus natürlich auch das Setup, ne, wird halt deutlich einfacher. Wenn man weiß, okay, wir verwenden irgendwie Jira oder wir verwenden ein Jenkins CI/CD-System und das haben wir schon 10-mal gemacht, ja, warum soll ich das 11. Mal irgendwas anderes verwenden? Das ist so ein bisschen der Punkt daran und das Ziel ist eben Steigerung der Produktivität und Effektivität der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, ich selbst habe das noch nie erleben dürfen, dass ich mal mit so einem PMO zusammenarbeiten durfte. Eher im Gegenteil, das, was ich sehr häufig erlebe, ist Kunden, bei denen ich war, die überlegen sich für jedes Projekt neu, ja, welche Tools sie verwenden, wie sie Dinge umsetzen wollen. Manchmal absichtlich, manchmal auch unabsichtlich. Ja, Fachbereich habe ich schon mal so ein kleines bisschen angeteasert. Abhängig davon, in was für einem Projekt man sich befindet und was für einen Kunde man hat, hat man eben einen Fachbereich oder eben auch nicht. Ich zeige nachher nochmal so ein bisschen Beispiele von einem Design Thinking Workshop. Da gab es beispielsweise einen Fachbereich. Ist quasi auch so der interne Kunde, wenn man möchte. Ja, also ich habe ja eben gesagt, das ist quasi, wenn man ein Produkt für Company intern entwickeln soll, dann ist das eben der interne Kunde. Und das Tolle ist, wenn man einen Fachbereich hat, dann gehört er ja zum Kunden, typischerweise. Und dann hat man Ansprechpartner, zu denen man gehen kann. Und man kann sie dann einfach fragen, okay, sag mal, wie genau verwendest du das aktuelle System? Oder wie genau würdest du Dinge gerne tun? Ja, also man kann halt wirklich mit dem Kunden direkt sprechen, beziehungsweise mit dem Anwender direkt sprechen. Was, wenn ich keinen Fachbereich habe, das heißt, ich entwickle irgendein Produkt, was ich am Ende vermarkten und verkaufen möchte, da habe ich ja keinen Fachbereich. Da habe ich keine repräsentative Menge in dem Fall, die ich irgendwie fragen kann, wie möchtest du das verwenden? Klar, ich kann mir 10 Leute von der Straße holen oder 100, aber das muss ich schon mit ganz schön vielen Leuten machen. Und das ist eben ein Vorteil, wenn man einen Fachbereich hat, dass man ja da kurze Wege hat. Ja, Key-User sind quasi ja die Leute, die das Produkt, Projekt am Ende tatsächlich dann einsetzen sollen. Manche von diesen Key-User sind tatsächlich Teil des Fachbereichs. Ja. Die Fragen, die man typischerweise zu einem Key-User stellt, wir haben mal so ein paar hier auf der rechten Seite zusammengeschrieben, die so ein bisschen inspiriert von meinem Projekt, was ich 2019 in Hamburg hatte, sind, und zwar ging es darum, dass die ein altes System auf Oracle-Basis hatten. Da waren ganz viele Masken mit Oracle Forms, hieß das, glaube ich, ganz viele Masken mit Oracle Forms drin. Und die haben im Prinzip diese Heizkostenabrechnung gemacht. Und das sollte jetzt abgelöst werden, weil eben also diese ganze Oracle-Datenbank unter der Haube auch abgelöst werden sollte. Und deswegen mussten dann eben auch diese Oracle Forms Sachen abgelöst werden. Und stattdessen sollte es eben eine Webanwendung geben, die im Prinzip mehr oder weniger den gleichen Funktionsumfang hat, aber dann eben im Web ist. Diese Masken, die vorher hatten, diese Oracle Forms Sachen, die waren aber wahnsinnig kompliziert. Also du konntest da wirklich mehr oder weniger alles machen, was du wolltest. Auch Dinge, die unter Umständen gar nicht sinnvoll waren, sondern die du nur einmal im Jahr brauchtest, war ein gewachsenes System. Wo der Fachbereich, wo die Key-User des Fachbereichs auch immer neue Funktionen haben hinzukoden lassen. So, und was man dann macht, ist, man stellt so Key-User dann eben so typische Fragen, und in dem konkreten Beispiel war es dann, zeig mir doch mal bitte, wie du so eine Rechnung eingibst, ja, oder was, wie legst du denn Stammdaten vom Kunden an, wie genau machst du das, leg mal bitte einen Kunde an, ja, ich möchte das mal sehen, wie du das machst. Und dazu gehören dann zum Beispiel auch solche Beobachtungen wie, wie viel verwendet er die Maus, wie viel verwendet er die Tastatur. In dem konkreten Beispiel war es beispielsweise so, dass der fast alles mit der Tastatur gemacht hat. Der brauchte fast nie die Maus. Während, wenn du jetzt eine Webanwendung hast, du natürlich davon ausgehst, dass der User auch eine Maus hat. Ja, also wenn du jetzt nicht irgendwie ein ganz einfaches Formular hast, wo du irgendwie eine Adresse eingibst und du einfach so mit Tab durchgehen kannst, dann ist das trivial. Wenn es aber eine kompliziertere Maske ist,
dann brauchst du da plötzlich jede Menge Shortcuts. Und die hatten auf jeder F-Taste hatten die irgendeinen Shortcut, wo dann irgendein neues Fenster aufging. Das funktioniert im Web typischerweise eben anders. Genau, deswegen sind diese Key User ebenso wichtig. Und manchmal überschneiden die sich dann eben mit dem Fachbereich. Wenn ich keinen Fachbereich habe, sind die Key User mein erster Ansprechpartner. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich einen bestimmten Satz an Key Usern an den Start bekomme. Macht das auch. Ja, das heißt, wenn ihr für einen Kunden arbeitet und das ist wirklich ein Produkt, was der Kunde einsetzen soll, fragt den, entweder habt ihr einen Fachbereich, mit dem ich sprechen kann, ja, wo ich auch regelmäßig kleine Inkremente meiner Arbeit mal präsentieren kann. Und falls das nicht so sein sollte, wie sieht denn bei euch so ein typischer Key-User aus? Ja? Und wenn der sagt, ich habe keine Ahnung, wie der typische Key-User aussieht, dann macht ihr mit dem einen Design Thinking Workshop, wo ihr beispielsweise mit Personas arbeitet, wo wir dann gleich zu kommen. Genau, super Überleitung. Key-User und Personas, also im Prinzip ist es manchmal so, dass man diese Key-User eben schon direkt identifiziert. Da sagt man dann, okay, der Albert, der da vorne die Heizkostenabrechnung macht oder der die Heizkörperidentifizierung macht, das ist quasi derjenige, der repräsentativ für die Verwendung der neuen Webanwendung ist. Manchmal ist es aber auch so, dass man das schlichtweg nicht weiß. Und dann ist eine Möglichkeit quasi so die Personen, die das Produkt später nutzen sollen, zu identifizieren, ist, sich Personas zu überlegen und die anzulegen. Vielleicht mal Handzeichen, wer von euch hat schon mal eine Persona erstellt? Wer weiß, was das ist? Cool. Wo habt ihr das gemacht, wenn ich mal fragen darf? Also in der Uni oder privat in einem Projekt? Cool. Da würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt die Personas beziehungsweise so diese Einführung, die ich euch jetzt gebe, gesehen habt, inwiefern es da Unterschiede zu dem gab, was ihr da in der Veranstaltung gelernt habt. Das würde mich sehr interessieren. Können wir danach mal drüber sprechen. Für die anderen, also ihr beide kennt das jetzt schon, für die anderen, im Prinzip ist eine Persona quasi eine fiktive Person. Ja, es ist wichtig, dass sie fiktiv ist. Also ich sollte jetzt mir nicht überlegen, selbst wenn der Fabian oder der Pascal oder wer auch immer die ideale Zielgruppe oder die ideale Persona wäre, sollte ich jetzt bitte nicht den Fabian Mühlenbein als meine Persona nehmen. Der Grund ist einfach, dass der Fabian, gerade wenn er dann vielleicht auch mit mir zusammenarbeitet, sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auf den Schlips getreten fühlt. Ja, und das führt dann zu Bad Vibrations. Das heißt, es sind immer fiktive Anwender. Ihr könnt natürlich Leute im Hinterkopf haben, die ihr mit dieser Persona assoziiert, aber das existiert dann nur in eurem Kopf, nicht auf irgendeinem offiziellen Dokument. So, was ist jetzt eine Persona? Eine Persona ist im Prinzip eine Ansammlung von Attributen und Attribute meint in dem Fall wirklich körperliche Eigenschaften beispielsweise. Ja? Also wie groß ist der oder diejenige? Ist es männlich, weiblich, divers? Groß, klein, dick, dünn? Lange Arme, kurze Arme und so weiter und so fort. Also alles, was vermutlich für euer Produkt, für euren Service, den ihr entwickeln wollt, eine Rolle spielt. Ja? Wenn es jetzt vollkommen egal ist, welche Schuhgröße der hat, ja, weil ihr da irgendwie eine Webseite entwickelt, dann könnt ihr aufschreiben, dass er Schuhgröße 52 hat. Das müsst ihr aber nicht. Ja? Aber je genauer diese Persona beschrieben wird, desto besser prägt sich diese Persona auch ein. Und darum geht es vor allem. Neben diesen körperlichen Attributen, Eigenschaften, gibt es dann aber auch Ziele, Motivation und Werte, die diese Persona vertritt. Ja? Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dass das hatte ich schon mal erzählt, dass wir so eine App bauen wollten, womit Anwender zu Hause selber ihre Heizkostenverteile ablesen können. Da muss ich mir überlegen, okay, was für ein Ziel hat denn wohl die Persona Erna, die jetzt ihren Heizkostenverteiler ablesen soll. Die hat vielleicht als ein Ziel, das soll möglichst leicht sein, möglichst schnell gehen als zweites Ziel. Ja, die möchte sich nicht stundenlang mit irgendeinem Handy beschäftigen oder so, die will vielleicht lieber weiter stricken. Was hat die für eine Motivation? Ja, Motivation ist vielleicht, okay, die muss da jetzt nicht mal eine Karte in den Briefkasten werfen.
Ja, oder die muss einem Ableser nicht mehr die Tür aufmachen und den in die Wohnung lassen, weil sie vielleicht Angst hat oder so. Ja, das ist so eine Motivation, warum die überhaupt so eine App verwenden wollen würde. Das gleiche für Werte und Erwartungen. Relativ wichtig, hier steht auch bei den konkreten Eigenschaften ein Gesicht. Überlegt euch auch, also entweder googelt ihr tatsächlich eine reale Person, ansonsten nehmt auch gern irgendeine Comicfigur oder so, die auch optisch einigermaßen auf diese Persona passt. Warum? Weil sich diese Persona dann einfach besser bei euch manifestiert. Ja, ihr könnt euch die besser merken. Gerade wenn ihr mehr als eine Persona habt, ihr habt dann irgendwie fünf oder vielleicht sogar zehn und ihr sprecht dann in eurem Team über diese Personas. Und da fallen dann Namen, ja, Erna, Karl, was weiß denn ich, dann sollte jeder sofort dieses Bild von dieser Person im Kopf haben. Der oder diejenige sollte sofort wissen, okay, Karl, das war ja derjenige, der ein bisschen größer und übergewichtig ist. Da müssen wir vielleicht aufpassen, wenn wir da irgendwie eine smarte Körperwaage machen, dass die auch Gewichte über 200 Kilo aushält. Ja, also irgendwie sowas, ne? Also das müsst ihr dann einfach im Kopf haben. Deswegen ist das so wichtig, sich ziemlich genau mit der Darstellung von den Personas zu beschäftigen. Genau, also letztendlich sind also Personas fiktive Anwender von eurem zukünftigen Produkt. Genau, werden oft in Workshops kreiert, habe ich schon erzählt. Ich zeige ganz am Ende mal ein paar Fotos von einem Workshop, den ich 2019 durchgeführt habe, wo dann auch solche Personas drin sind. Das kann ich leider aus rechtlichen Gründen nicht aufzeichnen. Das heißt, diejenigen von euch, die heute dabei sind, haben da einen kleinen Vorteil. Ist aber quasi nicht relevant für die Aufgabe. Also insofern kein großer Nachteil für die Leute, die jetzt nicht dabei sein können. Aber ihr seht jetzt halt quasi diese Bilder dann ganz am Ende. Wichtig oder was für ein Ziel, also warum mache ich das Ganze? Ich möchte quasi alle potenziellen Anwender meiner zukünftigen Applikation abdecken. Jetzt kann es sein, dass ich irgendwie 10 Personas entwickelt habe, ja? Und dann zu dem Schluss komme, boah, diese 10 Personas, ich schaffe es ja niemals, eine App zu schreiben, die wirklich alle 10 Personas glücklich macht. Das müsst ihr auch gar nicht. Ja? Wenn das zu viele und zu unterschiedliche Personas sind, dann müsst ihr diese Personas im Prinzip priorisieren. Dann müsst ihr euch auf ein bestimmtes Set von Personas festlegen, die quasi die primäre Zielgruppe sind. Ja, und ich würde jetzt mal sagen, das sollten nicht mehr als 3 sein. Ja, sucht euch von diesen, wenn ihr 10 Stück habt, sucht euch von diesen 10 die 3 wichtigsten aus, wenn ihr noch mehr abdeckt mit eurer App. Ist toll. Aber diese 3 sind quasi der Fokus. Seht immer zu, dass ihr dann diese 3 glücklich macht. So, jetzt haben wir hier mal eine Beispielpersona. Also wir haben insgesamt 2. Das ist die erste. Könnt ihr das einigermaßen lesen? Ja, okay. Nicken, Daumen hoch. Gut. Ich lese das mal vor. Und zwar geht es natürlich wieder um Future Market. Das ist Jens Heine. Er ist Geschäftsführer. Da müssen wir noch ein R wegmachen, sehe ich gerade. Er ist Geschäftsführer. Und ihr seht schon, eine Sache gehört auch dazu, damit man sich so eine Persona gut merken kann. Ich arbeite sehr gern mit so Slogans. Ja? Also so ein knackiger Spruch, der kann auch ein bisschen flapsig sein, den man mit dieser Persona assoziiert. Bei dem Jens ist der Spruch: Unser Unternehmen war schon immer ausgestattet mit den neuesten Technologien. Wir müssen jetzt auch den Anschluss behalten. So, dann haben wir ein Alter, Jens ist 56 Jahre alt und dann quasi noch so, ja, zusammengefasst quasi ein paar Sätze über Jens. Arbeitet gerne mit elektronischen Systemen, den Wechsel zu digitalen Kassen empfindet er noch immer als einen der größten Fortschritte in der Branche und ist immer auf der Suche nach neuen Technologien, die einen Einkauf für den Kunden noch angenehmer gestalten können. Also er ist quasi so ein der Technologie-Enthusiast, wenn ihr so wollt. So, jetzt habt ihr quasi oben so diese Karte. Das reicht auch schon mal, um sich quasi den Jens dann im Nachgang wieder ins Gedächtnis zu rufen. Zusammen mit dem Bild, dem Slogan und dieser kurzen Information, die da drunter steht. Dennoch ist es wichtig, sich quasi auch noch weitere Gedanken darüber zu machen. Also wir haben jetzt mal drei verschiedene Kategorien quasi. Einmal noch mal so ein bisschen über den Jens selbst. Dann, was für Probleme und Herausforderungen der Jens bei der ganzen Geschichte sieht und was für Bedürfnisse und Ziele er hat. Gehen wir das doch mal kurz durch.
Dieser linke Teil über Jens. Jens ist gelernter Wirtschaftsingenieur. 2005 übernahm er die Leitung von Future Market von seinem Vater und führte das Unternehmen seitdem äußerst erfolgreich. In den letzten 16 Jahren konnte Jens mehr als 10 neue Filialen eröffnen. Jens kümmert sich um die Auswahl der angebotenen Produkte sowie wichtige Marktentscheidungen. Marketingentscheidungen, Entschuldigung. Er ist davon überzeugt, dass auch mit den neuesten Technologien noch Mitarbeiter benötigt werden. Die Aufgaben ändern sich lediglich. Er sieht Technik nicht als Bedrohung, sondern als Erleichterung des Arbeitsalltags. In seiner Freizeit fährt Jens gerne Fahrrad und ist in der Natur. Er mag es auch mal, das Smartphone zur Seite zu legen und für einige Tage analog unterwegs zu sein. Nichtsdestotrotz ist er auch privat Fan von neuen Technologien. Sein Zuhause ist mit einem Smart-Home-System ausgestattet. So, weil Jens Geschäftsführer ist, sorgt er sich natürlich ein Stück weit um seine Mitarbeiter. Deswegen sieht er bei den Problemen und Herausforderungen, hat er so ein Stück weit Zukunftsangst, ja? Seine Mitarbeiter fürchten immer mehr um ihre Jobs und sind daher weniger motiviert. Ne? Eben in diesem Über-Jens, also Jens selbst sagt, hey Leute, keine Sorge, wenn wir da jetzt irgendwie digitale Einkaufswagen anschaffen, dann heißt das nicht, dass ihr weniger Arbeit habt. Ihr müsst halt einfach andere Dinge tun. Ja? Jens hat folgende Bedürfnisse und Ziele. Der Jens möchte gerne seinen Kunden das angenehmste Einkaufserlebnis ermöglichen und natürlich gute Umsätze in allen Filialen machen. Ganz logisch. So, das war Jens. Jetzt sollte es so sein, dass wenn wir im weiteren Verlauf dann über den Jens sprechen, beziehungsweise dann über die App sprechen und uns dann überlegen, sag mal, ist das was für den Jens? Macht das Sinn, macht das Sinn für Jens? Dann solltet ihr sofort an dieses Bild denken. Ihr solltet sofort im Hinterkopf haben, ah, der Jens ist ja eigentlich Technologieenthusiast. Das heißt, bei dem werden wir wahrscheinlich kein Problem haben, das technologisch zu platzieren. Ja, der wird das verstehen. So, dann haben wir die Susanne Meyer, die ist Verkäuferin bei Future Market. Ihr Slogan ist, es kommen immer mehr Technologien, bald muss ich gar nicht mehr zur Arbeit kommen. Also da merkt man halt schon, das ist so ein bisschen, spielen Ängste auf jeden Fall eine Rolle. Sie ist 58 Jahre alt, muss hoffentlich nicht mehr allzu lange arbeiten. Schauen wir mal. Sie arbeitet sehr gerne bei Future Market, befürchtet aber, dass ihr Job bald überflüssig wird. So, Susanne arbeitet schon seit 4 Jahren im Einzelhandel und ist seit 8 Jahren bei Future Market angestellt. Sie arbeitet überwiegend an der Kasse, ist aber auch vereinzelt für das Verräumen von Ware zuständig. Susanne schätzt den Kundenkontakt sehr und hofft, bis zu ihrem Ruhestand bei Future Market arbeiten zu können. Doch neue Technologien wie neue Einkaufswagen mit Scanner oder Kassen ohne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, wie sie bei anderen Supermärkten vermehrt sieht, machen ihr Angst. Susanne befürchtet, dass Jens Heine auch bei Future Market bald einige dieser Technologien einsetzen wird, was ihren Job überflüssig machen würde. Problem und Herausforderung, das schließt sich jetzt direkt daran an. Ja, sie hat natürlich Zukunftsangst. Sie fürchtet oder befürchtet, dass neue Technologien ihren Job überflüssig machen. Und klar, ich meine, sie ist jetzt 58 Jahre alt. Wenn sie den Job jetzt verliert, dann wird es wahrscheinlich mit einem neuen Job auch eher schwierig. Im Umkehrschluss dann Bedürfnisse, Ziele. Sie möchte natürlich Sicherheit für ihren Arbeitsplatz, sie möchte den gerne behalten. Dennoch aber sinnvolle Aufgaben und eine Wertschätzung für ihre Arbeit haben. So, das waren jetzt mal zwei Personas und auch so von der Darstellung her, das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Das muss man nicht so machen, man kann es auch anders darstellen, das sehen wir dann gleich, aber das ist eine Möglichkeit. Man kann das zum Beispiel auch so machen. Also das ist ein Bild von dem besagten Workshop, das habe ich mir hier reingepackt, weil es tatsächlich keine Geschäftsdetails sozusagen verrät. Das war Gertrud, ja, also wir haben uns eben auch überlegt, okay, was gibt es da für verschiedene Personas für diese Geschichte mit der Heizkosten, beziehungsweise mit der Selbstablese-App. Und da haben wir uns als eine Persona die Gertrud überlegt, die 67 Jahre alt ist. Klar, Gertrud kommt aus Kassel, ist Lehrerin in Rente, verheiratet, 3 Kinder. Dann haben wir so ein paar Eigenschaften uns überlegt. Die Gertrud liebt es gern sauber, die Gertrud mag es, wenn es ordentlich ist, steht neuer Technik aber kritisch gegenüber, Gertrud arbeitet ehrenamtlich beim Verbraucherschutz, Gertrud freut sich über Besuch und hält gerne ein Pläuschchen und sie bewohnt eine 63 Quadratmeter Dreizimmerwohnung. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das jetzt wichtig, dass sie ehrenamtlich beim Verbraucherschutz arbeitet? Ein Stück weit hat das auch was damit zu tun, dass das natürlich auch Spaß machen soll. Ja, also wir hatten bei diesem Workshop auch eine Menge Spaß, muss man auch sagen. Und auch dieses Bild, was ihr da seht, ne, das ist also jetzt im Vergleich keine reale Person, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wenn ihr euch dann in 5 Minuten an Gertrud erinnert, dann gebe ich euch Brief und Siegel drauf, habt ihr dieses Bild von Gertrud im Kopf. Ja.
Das ist eigentlich das Allerwichtigste an der Sache. Okay, so viel zum Thema Personas. Ein weiterer relativ wichtiger Punkt, auf den ich heute ganz kurz eingehen möchte. Hat jemand von euch schon mal was zu Business Storytelling gehört? Das habe ich mir doch fast gedacht. Hervorragend. Business Storytelling wird vor allem in der Unternehmensführung, im Branding, Marketing, Werbung, PR und Unternehmenskommunikation eingesetzt. Und warum? Weil wenn ich mir eine Story um einen Service oder um ein Projekt, Produkt überlege, das bleibt sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den potenziellen Kunden viel, viel besser im Kopf, als wenn ich denen einfach nur erzähle, ja, da haben wir jetzt halt so ein neues iPhone irgendwie, das ist toll und ja, fertig, hier ist es, kauf's. Ja. Deswegen gibt es so das sogenannte Business Storytelling. Gibt es eine Kurzformel für, aus was quasi diese Story besteht? Und zwar besteht das quasi immer aus einer Figur, manchmal sagt man auch einem Helden, ja? Dann einer Zwangslage, das heißt ein Problem sozusagen, in dem sich dieser Held gerade befindet, und die angestrebte Befreiung. Und dementsprechend hat so eine Story, die ist meist relativ kurz, ja, auch bestimmte Teile, und zwar Anfang, Mitte und Ende, wer hätte das gedacht, beziehungsweise eben die Ausgangssituation, die Komplikation und dann eben, wie löse ich das Ganze dann am Ende auf? So, bevor wir jetzt auf irgendwelche Kritiken eingehen, machen wir vielleicht mal ein Beispiel. Und zusätzlich sei vielleicht gesagt, das hatte ich am Anfang schon so ein bisschen eingeleitet, warum man das macht. Es gibt Studien, die besagen, dass Stories 22 mal besser in Erinnerung bleiben als die puren Fakten. Ja, also ich kann jetzt sagen, okay, das iPhone, das hat jetzt irgendwie einen ganz tollen Prozessor, das hat irgendwie 15 Kameras mit jeweils 300.000 Megapixel. Das kann ich vielleicht sagen, aber wenn ich das Ganze in eine Story verpacke, dann klingt das erstens besser und zweitens können die Leute sich es besser merken. So eine Story von Airbnb. Ich glaube, Airbnb kennt jeder von euch. Kennt einer von euch Airbnb nicht? Dann Hand hoch. Ansonsten auch ganz schnell erklärt, Airbnb ist ein Service, wo du über eine Webseite oder eine App quasi private Wohnungen mieten kannst von anderen. Und natürlich als Vermieter auch die Wohnungen vermieten kannst. Und im Grunde genommen ist quasi die Story, die hinter diesem Airbnb-Projekt steht, ist folgende, und zwar folgende Ausgangssituation. Wir, die Gründer, also quasi diejenigen, die Airbnb gegründet haben, die haben ein gemeinsames Apartment, und da wurde die Miete bei denen angehoben. Ja, also sie hatten das Problem, dass sie sich ihre Miete nicht mehr leisten konnten, ganz profane Situation, und haben sie überlegt, was können wir denn da machen? Und was haben sie getan? Sie haben halt quasi einfach eine Luftmatratze in ihr Zimmer gelegt, und haben diese Luftmatratze zusätzlich untervermietet, ja, mit Frühstück. Ja, das heißt, sie haben dann gesagt, alles klar, wir haben hier eine Wohnung, da ist noch ein bisschen Platz. Du gibst uns X Dollar und kriegst auch noch ein Brötchen dazu am nächsten Morgen, und dann kannst du bei uns pennen. Und so konnten sie dann eben ihre eigene Miete wieder bezahlen. Was sie dann in der Folge auf die Idee gebracht hat, hey, das Ganze könnte man ja ein Stück weit professionalisieren, indem man halt nicht einfach nur eine Luftmatratze auf den Boden legt, sondern es gibt eine ganze Menge von ungenutzten Räumen, manchmal sogar wirklich separaten Wohnungen in so einem Gebäude, die einfach ungenutzt sind. Und wo es aber für die Leute, für die potenziellen Vermieter wahnsinnig schwer ist, die an den Markt zu bringen. Hey, und da gab es halt noch keine App, keinen Dienst sozusagen, die das dann eben den Leuten möglichst einfach gemacht hat, ihre Wohnungen anzubieten. Und so ist Airbnb entstanden. Ja, eine weitere Story, klar, irgendwie von Apple. Ich habe jetzt schon dreimal, glaube ich, von einem iPhone gesprochen. Ausgangssituation, wir haben uns die vorhandenen Smartphones angesehen und sie haben uns nicht gefallen, da sie schwer bedienbar sind. Wir haben die Herausforderung angenommen, ein reduziertes Smartphone zu bauen, welches trotzdem mehr kann. Und jetzt kann man sich ein bisschen darüber streiten. Komplikation, Case war nicht sehr einfach, es war nicht einfach und die Auflösung, wir haben es trotzdem geschafft. Tolle Story. Der Punkt ist ein Stück weit, wie man diese Story erzählt, ja, und in welchem Rahmen man diese Story erzählt, weil in etwa so hat Steve Jobs das tatsächlich bei
Einer seiner diversen Produktvorstellungen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, als er auf so einer großen Bühne, er stand ja meistens auf so einer großen Bühne, wo irgendwie in der Mitte so eine Stele war oder so, Raum abgedunkelt, und dann hat er gesagt, ja, wir haben uns die vorhandenen Smartphones angesehen, die haben uns nicht gefallen, weil sie schwer bedienbar sind. Wir haben aber die Herausforderung angenommen. Natürlich war es nicht einfach. Und dann liftet er quasi das Tuch, das Licht geht an, das Video wird abgespielt und hey, hier ist das super neue, tolle iPhone. Und diese Story zusammen natürlich mit den visuellen Eindrücken, das bleibt den Leuten natürlich im Kopf. Ja, ganz klar. Müsst ihr einfach mal bei Google Business Storytelling Example oder Beispiele eingeben. Da findet ihr noch hunderte von anderen. So, und ein weiterer Punkt, der so zu diesem ganzen Thema Requirements Engineering zählt, ist die Customer Journey. Was meint die Customer Journey? Journey, klar, Englisch Reise, bedeutet die Reise eines potenziellen Kunden über sogenannte Touchpoints, die er mit einem Produkt hat, einer Marke oder einem Unternehmen, bis er eben eine gewünschte Zielhandlung durchführt. Wir gucken uns gleich auch mal so eine Beispiel-Journey an. Abhängig davon, um was für eine Journey es sich handelt, kann diese Journey tatsächlich wenige Stunden betragen, Minuten, manchmal sogar Tage dauern. Und was ist das Ziel von dieser Customer Journey, so aus Unternehmenssicht? Ich möchte quasi verstehen, wie der Kunde mein Produkt, meine Dienstleistung kauft oder in Anspruch nimmt und was ich dann tun muss, damit er das auch tut. So, was sind dann die sogenannten Touchpoints? Touchpoints sind immer diejenigen, die Punkte, die, mit denen der potenzielle Kunde in Berührung kommt. Deswegen heißen sie Touchpoints. Das kann eine Werbung sein, das können Anzeigen sein, in TV, Radio, was auch immer, Litfaßsäulen, Online-Marketing. Das kann aber auch einfach eine Meinung von Freunden sein, irgendwelche YouTube-Influencer oder auch Möchtegern-Influencer. Also alles, was man so sieht, hört und liest. Ja, das sind alles Touchpoints. Manchmal, und das ist insbesondere dann, wenn so eine Customer Journey über mehrere Tage geht, ist das erste Primärziel gar nicht, dass ihr sofort auf Kaufen drückt, sondern manchmal reicht es auch schon, wenn derjenige sich in den E-Mail-Newsletter einträgt. Ja, einfach deswegen, weil dann habe ich seine E-Mail-Adresse und kann dem potenziell Werbung zukommen lassen, ne, weitere Produktempfehlungen zukommen lassen. Und man wird es kaum glauben, es gibt tatsächlich Leute, die finden natürlich Newsletter gut und die gucken da rein und kaufen aufgrund von dem Newsletter auch ein Produkt. So eine Customer Journey, die kann man in verschiedenen Phasen unterteilen. Wie bei so vielen von diesen Themen, die wir hier in dieser Vorlesung bearbeiten, gibt es da keine einheitliche Anzahl an Phasen. Je nachdem, wo man so sucht und in welcher Literatur man so nachschlägt, sieht es immer etwas anders aus. Man kann aber sagen, dass man diese fünf Phasen hier, die hat man im Grunde genommen immer. Wir fangen mit Phase 1 an, Awareness, also quasi so das Aufmerksammachen des Kunden auf ein Produkt oder einen Service. Da kommen dann, wie gesagt, so ein Teil der Touchpoints dann eben mit ins Spiel. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, dass ihr, also nehmen wir mal an, ich mache ein Produkt oder einen Service, ich muss es irgendwie schaffen, dass ihr auf mein Produkt aufmerksam werdet. Ja, das kann zum Beispiel sein, indem ich Facebook-Werbung schalte. Oder Werbung in der Vorlesung mache. Oder was auch immer. Oder wenn ich einen von euch näher kenne, dann erzähle, was für ein tolles neues Produkt ich jetzt neulich verwendet habe. Punkt 2 ist dann auf eurer Seite. Das ist dann die Consideration. Das heißt, ihr wägt ab, ob ihr das in Anspruch nehmen wollt oder nicht. Ja? Überlegt, ob das quasi sinnvoll ist für euch aus eurer Sicht. Punkt 3, Conversion, Verwandlung des Users in Customer durch Kauf, das ist quasi die sogenannte Konversation von einem Prospect sozusagen zu einem Kunden, der das Ding tatsächlich kauft. Retention, ich möchte natürlich, dass ihr bei dem Produkt bleibt. Ich habe vorhin beispielsweise eine Blink-Mitgliedschaft abgeschlossen. Und natürlich möchte Blink jetzt, also das ist so ein Dienst, wo man irgendwie so Bücher in ganz kurzer Zeit so hörbuchmäßig bekommt und die Kernaussagen in ganz kurzer Zeit vorgestellt bekommt. Natürlich ist Blink jetzt daran interessiert, mich als Kunde zu halten.
Ja, das heißt, die werden mir vermutlich jetzt irgendwelche Newsletter schicken, mein Facebook-Stream wird vor Blink-Nachrichten überlaufen und all diese Sachen, all diese Touchpoints sozusagen, die man typischerweise jetzt so hat. Dennoch versucht natürlich Blink jetzt an der Stelle, mich zufriedenzustellen. Ja? Also die werden mich jetzt hoffentlich nicht bombardieren, weil dann werde ich sagen, hey, das ist ja super nervig, habe ich keinen Bock mehr drauf, ja, dann kündige ich das Abo jetzt schon mal, ja, statt in einem Jahr. So, und wenn ich dann so richtig überzeugt bin von diesem Dienst, von diesem Produkt, dann gibt es die sogenannte Advocacy. Das heißt, ich sage euch, hey, das ist eine richtig gute Idee, das ist ein richtig gutes Produkt, kauft das auch. Und das ist natürlich so aus Unternehmenssicht, also aus der Sicht von denjenigen, die das Ding verkaufen, ist das das Beste, was passieren kann. Klar, es ist toll, wenn ich Werbung mache für mein Produkt und aufgrund von dieser Werbung kauft ihr das. Aber viel besser und viel schneller geht das Ganze natürlich, wenn diejenigen, die es dann kaufen, selbst dann eben ihre Erfahrungen weitergeben an andere Leute und dann eben sagen, hey, ich habe dann total super Produktservice in Anspruch genommen, versuch das doch auch mal. Ja, also das ist so dieser Multiplier-Effekt, den man dann hat. Wir haben hier mal eine schematische Darstellung mitgebracht von online-marketing-praxis.de, die mal so eine mögliche Customer-Journey beleuchtet. Hier diesen Laserpointer an. Das startet quasi hier unten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es auch egal ist, um welches Produkt es hier geht. Ja, also nehmen wir mal an, ich habe irgendwie einen Föhn, den ich kaufen möchte oder so. Und nehmen wir weiterhin mal an, ich sehe diesen Föhn das erste Mal in irgendeiner Facebook-Werbung oder so. Ne? Das heißt, dann befinde ich mich irgendwie hier am Anfang. Ich finde diesen Föhn vielleicht, weil er cool aussieht. Ne? Das Design. Schon mal so in dem ersten, ja, ich klicke auf und dann überlege, da steht da noch hier, wenn du dich für den bist, zack, angemeldet, schon hier an der Stelle. Und weil ich aufgeklickt habe, ist es so, dass ich durch Search Engine, also SEO, der Ton, die Batterie leer. Ja? Ist das bei euch an? Einigermaßen? Der Ton kommt aus. Hallo, hallo, hallo. Besser oder? Oh, ist das jetzt besser? Test. Bitte. Muss ich gleich Wort holen. Wartet mal. So, jetzt. Besser, schlechter? Jetzt Remix. Okay. Kurz den Sebastian, das Problem. Sebastian! Das soll ich schreien. Wartet mal ganz kurz beschreiben, was genau das Doppler-Effekt ist. Ich hole der Sheldon ein. Zweimal, einfach weil da. Die Wörter im Satz werden.
hintereinander wiederholt. Ich sag dieser. An der Stelle. Das sind. Anders. Anders. Test. Nicht. Hallo. Test. Zweimal mal. Das Testmaterial. Box Jumps kann ich leider nicht. Hallo. Okay. Aber das, seit wann ist das schon länger jetzt? Nein. Das kam auf, sagte ich. Ja, könnte Test. Besser? Besser? Kopfschütteln. Hardware kaputt. Aber. Ich jetzt weiter again. Mir wurde gerade schon leider gesagt, dass ich jetzt durch eine Aufnahme so. Ich so ist nicht so schlimm, was ich gerade nicht höre. Geht's auch wieder. Ist von allein gekommen. Ist von allein wieder. Schon mal da. Okay, wir waren, glaube ich, bei SEO Optimization. Ja, es ist relativ lustig. Das ist quasi SEO Search, also quasi ja, Suchmaschine, Werbung. Das ist so ein Stück weit, ich gesagt habe, ja, dass man Suchmaschinen auch in seinem Facebook die entsprechende angezeigt wird. Wenn ihr irgendwie so gesagt habt, naja, was dafür diesen News, weil wir den oder weil wir bei der Bestellung irgendwas super, dann klicke ich auf das Ding wieder. Irgendwann kommt mal zu dem Wunsch. Das heißt, ich überlege, mache ich die oder jetzt kaufe ich das Ding. Abgeschlossen. Das ist natürlich das Ziel eines. Und mit der Kategorie ist ein Stück Experience. Quasi die und das Kunden Dienstleistung im Produkt und Produkt. Der Punkt, dass es bezieht, ich während ich es, sondern wie das gelesen wird, ist ein Punkt. Hier steht das Kauferlebnis. Ich habe als mitgebracht, wart ihr schon mal in und in welchem wart ihr? Ja, da war ich nicht ganz so klar. Fällt dir bei so einem was auf? Im Vergleich zu einem vielleicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ist das tatsächlich geprägt? Mal, wenn ihr vorbeikommt, einen der Apple New York gehen.
Das ist nämlich stehen Kunden mit Treppen und Hallen. Das ist natürlich, das ist tatsächlich eine Straße auch sehr clean, irgendwie aufgereiht, noch ein bisschen vielleicht von so einem Mediamarkt oder so. Da könnte man sagen, hey, warum Aufwand, ja? Warum da Glaskästen von euch, die Jobs gelesen haben, was dafür ein betrieben wurde, um diese Glaskästen zu erstellen? Warum macht man so ein Aufwand? Das ist doch gar nichts. Die Leute würden das eine Weile kaufen. Ein riesen Betonkasten, kein Thema. Aber das zu dem Produkt selbst. Das ist in New York gar nicht. Jeder, der ihr irgendwie euch in den Händen halten, dann seid ihr darüber, also das seid ihr glücklich, ein toll aussehendes Telefon, das nicht nur das Telefon cool ist, sondern das Einkaufen hat Spaß gemacht, das Einkaufen hat Spaß gemacht. Auch während ich das auspacke, ne, auch eine Vorbereitung, Packung, dass die selbst auch ist, ne? Ist auch bei der Fall, ja, ein Handy, dann ist das auch schick, ne? Aufgemacht, weil der Kasten zu der Kasse gehört. Der Kunde im Mittelpunkt. Punkt. So, ich glaube, der große Punkt für das Thema Thinking, mal jemand was Thinking gehört. Hand hoch. Könnte mir jetzt auch in dieser, ich habe jetzt leider in der Veranstaltung so spät haben. Also mittlerweile kann ich gar nicht mehr davon sprechen, dass es eine neue ist, hängt, was man es jetzt. Sag mal so, so in den letzten Jahren gehört es mit Methoden, quasi Lösungen kundenzentriert Probleme so zu finden. Immer unter der Abwägungsmöglichkeit machen Sicht an Design. Es ist eine sehr gute Methode und kreativ, dennoch System. Die Lösung eines Problems heran. Gucken wir uns gleich mal an. Der Protest auf die Tieren, ja, dabei ist, dass ihr ein Bild habt. Ja. So als gar nichts. Tut so, als nichts voraus. Werft keine Idee, vielleicht im Vorfeld. Ja, ja eh nicht funktioniert. Das macht ja eh keinen. Das will ja eh keinen. Das nicht. Schreibt alles auf, behalten im Kopf und lasst den Prozess ein. Man ist sozusagen fertig, wenn man ganz materialisiert, materialisiert wurde. Punkten ein kleines bisschen gestellt. Das heißt, wir haben Designprozess, dass wir das verstehen müssen. Ich habe mal an einem Design genommen. Zwei Tests sind diese Workshops auch. Ich blende mich mal kurz, ob ich lesen kann. Diese Workshops lang ein Stück weit daran, natürlich hat wirklich ein Ergebnis zu erzielen. Und das geht, indem ich lang mit Leuten zusammensetze. Bei einem Kaffee, da wird nicht viel bei rum. Und je nach Qualität des Problems dauert es halt mal weniger. Normalerweise unter einem Tag. Die Pausen natürlich nicht weg. Dieser Punkt, an dem ich tatsächlich aber ein Ziel hat, deren wird in ein Design ging zwei Tage. Und das Beispiel haben, ich hoffe, ich
Züge. Also ihr möchtet nach B ziehen. Die völlig überfordert. Ja, was kann man da jetzt machen? Einfacher zu gefahren. Aus heutiger Sicht kann man ja auch ein Umzugsunternehmen eine Bude aus, alles in das Auto, hier die Kartons in die Bude reinstellen. Aber Design Thinking besser, wir das auch selber mal können. Gehen wir jetzt einfach mal an, das noch nicht. Das ist quasi das Ergebnis, das wirklich zu dem zu machen und möglich zu machen. Und was man machen muss, ist, das Ganze erstmal verstehen, das Problem verstehen. Also das Problem in dem Fall ist der Kunde, derjenige, also sagen wir mal, eben das Problem, der fordert, der hat zu, der hat keine Karte, überhaupt nicht wieder, ja, eine Lösung. So, dann haben wir beobachtet, idealerweise so jemand dieses Problem die am Start die fragen kann, was für ein Problem hat, vielleicht je nach bei dem vielleicht ein bisschen vormache, die ich anbieten kann, deswegen halt beobachten, ein besseres machen kann, wo das Problem liegt. Standpunkte, was ich quasi Punkt beobachte, aufschreiben. Ja, irgendwie so machen das analog auf verschiedenen Zeiten, quasi die Dinge, die ich habe. Das ist, wo man schon die erste erkennen kann. Sieht ist klar. Also wenn geht, ne, ihr seid immer so, ja, und ziehen, dann ist das natürlich. Punkt 4, Ideen entwickeln. Nochmal die Last. Ja, möglichst Ideen, Post-its an die Wand. Nichts aus, nur das ist eine dumme Idee. Aber das macht keinen Sinn. Umsetzen. Das kann aus eurer Sicht, aber die Idee dann an die Wand macht das ja nicht allein. Das Thinking Workshop das ja mit viel. Dann sagt vielleicht der andere, hey, das habe ich drüber nachgedacht. Lass uns versuchen. Jetzt kann ich sagen, dass 150, die sich dieses Problem auch hier nicht mehr bei den damit, ne, welche der Prototyp ist. Fünften Punkt, Prototyping. Ich beim Design. Das ist quasi ein Unterschied zu ganz klassischen Prototyp bauen, Umzugsbau. Haben, ich meine, dass wir irgendwie so kleine Kinder haben, dann Dinge reinbauen und hat Wetter, die man visualisiert, Idee zu bauen, also gefahren haben. Also es geht schon, ein möglichst Gefühl dafür zu bauen, tatsächlich die Lösung aussehen soll. Kam die Frage, okay, Code da? Ja, klar. Also, ne, wenn ihr einen schreiben wollt, oder schon, okay, das für den Service, Software-Service, klar, dann schreibt auch, ne, das muss natürlich einfach gehalten werden, wenn man auch mal fertig ist. Der Workshop soll nicht immer, aber sehr, sehr kurz und sich schon ziemlich bauen. Und dann ist es natürlich direkt den Kunden von den Key am Start habe, die mir diesen Prototyp zeigen können. Vielleicht, ne, also je nach Dauer, diesen Prototyp Dinge, die mal zeigen, ist auch eine ziemlich gute Design Thinking Lego zu arbeiten. Auch machen. Ihr großes Set mit und ganz viel darstellen. Und dann noch
das Ganze testen, Feedback einsammeln, geht das Ganze auch wieder. Ja? Also Feedback bekommen, so eine Idee bekommen habe, in das Ganze gehen könnte, natürlich verfeinern. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne mal ein paar Bilder von dem Design Thinking durchgeführt habe, vielleicht noch. Ich finde, da haben wir vorher gehen wir kurz zu der die jetzt von Persona für Design Thinking die Aufgabe durch die Aufnahme. Dann zeige ich euch mal. Wir gehen in die Aufnahme. Dessen ist der Ton bescheiden. Okay. Sorry. Ich hoffe, mit der Aufnahme. Okay. Wir sind im Projekt und es gibt eine Aufgabe und die ihr zwei Personen wollt. Neukunde, Alter 25 und dann ein Alter von 4 Jahren. Ein Beispiel, Susanne orientiert, aber bitte nicht kopieren. Das gibt oder gar keine. Kein großes. Ich würde das einfach so also alles an, wie ihr es gewohnt habt. Montag, 9. 14 Uhr Abgabe und Tag auch wieder um 14 Uhr. Habt ihr hierzu die Aufgabe? Ich glaube. Okay. Dann würde ich das beende jetzt die Aufgabe. All diejenigen, die da sind, die Glücklichen, die jetzt staunen können. Vielen Dank für die Zeit und wir sehen uns dann.